letzten Meter fahre ich selber. Ja, natürlich. Ist ja Privatgelände. Wann kriegst du denn deinen Führerschein wieder? Sehr bald. Augsburg-Küblach in 2,5 Stunden. Toll, was? Ja, für eine Anfängerin machst du es nicht schlecht. Aber jetzt freut sich mein Auto, dass Frauchen wieder fährt. Man merkt's. Schon ganz der Herr Baron. Ja, habe die Ehre. Schick ist sie wieder heute, unsere Inge. Sehr schick. Oh, nur mein Reisekleid, nichts Besonderes. Herbstkollektion aus Mailand, Haute Couture. Schick ist sie wieder, unsere Inge, heute. Sehr schick. So was sagt er zu mir nie. Na ja, Hertha. Nachdem du jetzt hier in dieser exklusiven Umgebung lebst, das solltest du deinem Alter schon etwas mehr Form und Farbe entgegensetzen. Ein paar freche Tupfer. Weißt du was? Wir fahren morgen zusammen nach Passau und machen einen Einkaufsbummel. Ich kleide sie dir ganz neu ein. Deine Hertha. Wieso? Das Kleid ist ganz neu. Aber offen gesagt, ein wenig zu unauffällig. Eigentlich hat Inge ja recht. Das Kleid könnte schon ein bisschen auffälliger sein. So. Und wer trägt in dieser exklusiven Umgebung jetzt die Koffer? Da wäre er wohl. Hallo, ja, vielleicht bin ich ja hier im falschen Klassenzimmer. Ich warte auf Fräulein Weber. Dann sind Sie richtig. Sie? Grüß Gott, Herr Rombach. Ja, grüß Gott. Sie sind Lehrerin. Glauben die Kinder Ihnen das denn? Haben Sie eine Ahnung? Nehmen Sie doch Platz. Danke. Ich kann ganz schön streng sein. Stöhnen der Peter und die Rika vielleicht nicht genug über mich? Oh. Sie können sich ja selber überzeugen bei unserem gemeinsamen Waldausflug. Wir mal abwarten. Am liebsten wären wir natürlich, wir übernachten im Wald. Aber das erlauben Sie natürlich nicht. Ganz schön zielstrebig, unser Lehrernachwuchs. Ja, und ein Herbarium legen wir an. Also wenn die Kinder wüssten, dass ich damals für meine Waldmappe eine 5 gekriegt habe. Aber ich bin trotzdem Förster geworden, wenn auch auf Umwegen. Eine 5 im Bio hat der Papi gehabt. Interessant. Dass man nebenbei bemerkt, wo ihr eure Pausen verbringt, ist auch ganz schön interessant. Und Peters Bionoten sind leider nicht viel besser als ihre damals. Eben, deshalb will ich ja mit in den Wald. Ich würde viel lieber mit Fußball spielen. Papa, du kannst doch dem Peter alles ganz genau erklären. Übrigens, Rika ist Biologielehrerin. Du, die sieht aus wie 17. Hat eine süße Stupsnase und möchte unbedingt mit mir im Wald übernachten. Du hast doch nichts dagegen, hm? Schon wieder eine Lehrerin. Ich dachte, davon wärst du geheilt. Du musst wirklich nicht eifersüchtig sein. Mindestens 10 kleine Aufpasser wären dabei. Aber leider, 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 der Direktor hat was dagegen.
musst aufpassen mit den Kindern im Wald. Du weißt, die vielen Zecken. Die Kinder müssten unbedingt geimpft werden. Wenn sie bis jetzt nicht geimpft sind, also bis zum Ausflug, da wird eine Zeckenimpfung sowieso nicht voll wirksam. Ja, und warum sind Peter und Rika nicht geimpft? Weil wir immer alles aufschieben, weil wir immer viel zu viel anderes zu tun haben. Naja, 1 zu 78.000. Wie bitte? Die Gefahr einer Infektion nach einem Zeckenbiss ist 1 zu 78.000. Also ich weiß nicht. Ich würde mich auf die Statistik lieber nicht verlassen. Vielleicht sind Sie nicht zu Hause. Was fehlt denn jetzt noch? Ach, hier. Angehöriger eines amerikanischen Volksstammes. Muss ein Indianer sein. Das hat ja nur 4 Buchstaben. Indio? Ja, hat 5. Außerdem weiß ich nicht, ob das mit der altgriechischen Totenklage zusammengeht. Die haben wir auch noch nicht. Gib doch mal her. Weißt du, was das ist? Ein enthaltsam Lebender. Du bestimmt nicht. Was hast du denn vorhin wieder im Keller gemacht? Hab mir noch ein Bier geholt. Das dritte heute. Asket. Was? Ein enthaltsam Lebender ist ein Asket. Schreib hin. Asket. Hauptsache, wir werden mit dem Rätsel fertig. Vinzenz, wir haben nach 11 Uhr. Sie müssen doch jetzt zu Hause sein. Uta. Mein Gott, also. Ja. Herr Vinzenz, was gibt's denn? Weißt du, was eine griechische Totenklage ist? Was? Eine griechische Totenklage. Um 20 nach 11? Ich bringe ihn um. Elegie. Elegie. Ach, gib ihn mir mal. Vinzenz, ich kann dir auch ein Wort für Ruhebedürfnis sagen. Schlaf. Was? Gute Nacht. Wie kommt denn nur auf die Idee, dass er den ersten Preis gewinnen könnte, ein Auto? Ja, immerhin ein schnuckliges, kleines Autochen. Wäre doch schön, wenn er da ein eigenes Auto hätte. Ja, aber doch nicht durch den Preis ausschreiben. Das hätte ich ja auch gleich fragen können. Du rufst jetzt nicht mehr an. Was fehlt denn noch? Tochter des Agamemnon. Ja, der hat viele Töchter gehabt. Moment. Versuch es mal mit Elektra. Oh ja, das passt. Siehst du, jetzt haben wir es. Aha. So, aber jetzt weg mit diesem Preisrätsel. Kommt ja doch nichts dabei raus. Probieren kann man es ja mal. Nein. Das ist auch nicht. Das ist so dunkel, so omahaft. Haben Sie denn nichts Flottes mit Pfiff? Für wen soll es denn sein? Ja, für mich natürlich. Wie Sie wünschen, Frau Stolze. Dieser hier? Ist doch auch viel zu gedeckt. Nein, das gibt nichts her. Ach, zeigen Sie mir doch mal den da. Diesen hier. Nein, den daneben, da. Den, ja, genau. Ja, sehen Sie mal, da ist doch Farbe drin. Das ist doch was. Tja, den nehme ich. Oh ja, sehr modisch. Etwas gewagt, aber Sie können das durchaus tragen. Das meine ich doch. Sehen Sie mal,
So habe ich mir das gedacht. Hier in der Taille ganz, ganz eng. Mhm. So. Und hier kurze Schößchen und dann goldene Knöpfe. Aha. So. Das ist Haute Couture, Mailand. Mailand. Aha. So in etwa. Ja, genau so. Nur natürlich nicht so tief ausgeschnitten. Hm, verstehe. Und den Kragen lassen wir auch weg. Das verstehe. Und die Ärmel möchte ich 3/4 lang haben, ja? Nicht so ganz lang. Verstehe. Und nicht zweireihig geknöpft, sondern einreihig, so 5 Knöpfe. Verstehe. Eigentlich verstehe ich jetzt gar nichts mehr. Bitte, wie Sie wollen, Frau Stolze, da müssen wir aber noch mal von der Taille hier Maß nehmen. Stehen wir bitte auf. Bitte. Schauen wir mal, was wir da haben. So recht? Na, viel enger, enger, viel enger. Ha, ja, so. Na, kriegen Sie da nur Luft? Das ist nicht notwendig. Ich glaube, der Auftrag macht mir Spaß. Ja. Wann brauchen Sie es denn? Ja, heute. Ja, ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass Angelika eure kranke Lehrerin vertritt. Die ist bestimmt nicht so streng wie die olle Weber. Hier, damit schmiert ihr euch ein, das hilft gegen Stiche. Der Bäcker Hansi ist auch schon wieder krank. Oh. Passt mal auf. Wenn ihr solche Tiere seht, dann sagt mir das sofort. Angelika ist Tierärztin. Wissen wir. Ja, sie kann euch alles über Tiere sagen und ich erkläre euch dann die Bäume. So, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal los und wenn ihr etwas Besonderes entdeckt, dann kommt damit zu uns, ja? Ja. Und das Sammeln fürs Herbarium nicht vergessen. Was macht ihr denn da? Ach, das lasst aber bitte bleiben. Das ist ein Hirschkäfer, sehr selten. Für unser Herbarium, wir sollten doch alles sammeln. Ja schon, aber für ein Herbarium, da sammelt man noch Blätter und Blüten und Knospen und sowas. Aber doch keine Tiere. So, dann kommt. Dann. Was wir machen? Wir stellen ein Schild auf, damit ihr die Bäume seht vor lauter Wald. Grüß euch. Das sind meine Kollegen. Die haben ganz viele Berufe auf einmal. Ja, die sind Holzfäller, Baumpfleger, Pflanzer. Noch was? Wegebauer. Ja, Wegebauer auch. Ja, lest das mal, ist interessant. Jugendpflege. Da unten steht, wir bedanken uns sehr für euer Interesse. Ja, diese Buche hier, die ist also praktisch tot. Nicht? Das seht ihr ja, sie hat keine Blätter mehr. Nicht? Das Holz, das ist schon ganz morsch. Die Krone, die ist schon irgendwann bei einem Sturm mal runtergefallen und die Wurzeln, die sind wahrscheinlich auch schon abgestorben. Trotzdem ist diese Buche noch sehr nützlich. Sie ist quasi ein Mehrfamilienhaus für unsere Vögel. Schaut mal, hier, das sind alles Spuren von Spechten, nicht? Auf der Suche nach Nahrung. Aber der Schwarzspecht, der wohnt natürlich ganz da oben. Und in den Etagen drunter, da wohnt dann der Kleiber oder der Baumläufer. Und unser Baum bietet geradezu den idealen Speisezettel für die Vogelfamilien. Schaut mal. Da sind nämlich ganz viele Würmer und Maden drin. Die Vögel sehen es ganz anders. Tja, ja, und was alles lebt auf diesem Baum, guck mal da oben. Zum Beispiel diese Schwämme. Und dann gibt es ganz viele Käfer. Ja, schaut hier. Die fressen das Holz langsam auf, bis der Baum dann eines Tages umfällt. Aber damit ist die Geschichte immer noch nicht zu Ende. Wenn der Baum dann am Boden liegt, dann gedeihen auf ihm Moose und irgendwann einmal wachsen sogar wieder kleine Bäume drauf. Tja, so ist das. So, Herr Stolze, jetzt schluckt man da mal rein. Da ja. Geht's nicht. Man sieht, was ich nicht stechen. Ja, da ich sehe schon. Zweimal schwarz. Satt.
toll. Toll, was so ein bisschen Farbe und Form alles ausmacht. Gell, okay, schön. Das könnte mir jetzt direkt auch für mich selber vorstellen. Brauchst du aber unbedingt noch heute Abend. Ja. Mein Gott, schick sieht sie wieder aus. Jetzt bin ich bloß gespannt, was mein Vinzenz zu mir sagen wird. Ja. Und jetzt drehen wir mal richtig durch. Bis zum Abend ist fertig. Bedauere ich schon, dass wir nicht im Wald übernachten. Dabei bin ich doch gar keine Lehrerin. Warum gehen wir nicht öfters zusammen in den Wald? Ist so schön. Unsere Klasse sagt, dass wir ganz tolle Eltern haben. Ich gehe schon. Danke. Vielleicht schaffe ich doch noch eine gute Note im Bio. Rombach? Ach, grüß dich, Inge. Wie gefällt's dir in Passau? Das freut mich. Bei uns ist alles in bester Ordnung. Die Nummer von Oma Hertha im Schloss. Ich kann die mir nie merken, Moment. Wo steckst du denn die ganze Zeit? Fährst wohl nur noch mit Inges Nobelschlitten durch die Gegend. Klar, solange bis ich meinen eigenen habe. Mhm. Komm, schau mal. Was denn? Oh, Herr Biele, Herr Biele. Seit wir auf dem Schloss wohnen, bist du sowas von häuslich. Mhm. Danke dir. Und einen Durst habe ich. Na? Sag mal, Vinzenz, merkst du gar nichts? Was soll ich denn merken? Das Kleid, Herr Biele. Das Kleid. Kenn ich doch schon. Was? Hast du doch vorige Woche schon angehabt. Doch nicht ich. Das war Inge mit was Ähnlichem. Ihr hast du Gott weiß was für Komplimente gemacht. Oh, siehst du schick aus. Sehr schick. Du musst doch nicht zweimal dasselbe sagen. Kannst du dir nicht vorstellen, dass ich auch ganz gern mal was Nettes hören möchte? Inge, machst du dauernd Komplimente, mir nie. Aber Hertelein, Inge tut mir irgendwie leid. Leid tut sie dir? Also Inge ist ja nun wirklich die Letzte, die irgendjemandem leid tun muss. Sie braucht Komplimente, wie die Blume das Wasser. Immer wenn ich sie sehe, gieße ich ein bisschen was drauf. Ganz automatisch. So wie bei unserem Kräuterbeet. Im Vorbeigehen. Ich merke das schon gar nicht mehr. Aber ich. Bitte, wieso tut Inge Rombach dir leid? Weil sie niemand hat wie mich. Da ist niemals abends jemand da, der ihr das Essen herrichtet und sogar bügelt. Ja, dann wünsche ich dir mal, dass du für Inge bügeln müsstest. Mit dem vielen Shishi. Würdest du dir ganz schön die Finger verbrennen. Ach, übrigens, sie hat angerufen. Du sollst morgen früh bei ihrem Seminar erscheinen. So, so. Ich soll erscheinen. Das ist wieder mal typisch Inge. So, bitte. Ich werde erscheinen. Die deckt mir zwar nicht einen so schönen Tisch wie du, aber sie wird bestimmt was zu meinem Kleid sagen. Rika, du musst auch noch Zähne putzen. Ja, Rika, sag mal, wie sieht's denn hier aus? Ach. So. Schlafchen. Tja, Rikelein, du hast ja Fieber.
Rika hat Fieber. Mein Rücken tut so weh und meine Beine. Martin. Gar nichts, mein Schatz. Überhaupt nichts. Es ist gleich vorbei. So, versuch ein bisschen zu schlafen. Hm? Ich hab so einen Durst. Ich bring dir was mit. Gliederschmerzen. Natürlich kann das was Harmloses sein. Aber die anfänglichen Symptome bei einer Zeckenenzephalitis sind eben dieselben. Aber sie hatte doch die ganze Zeit einen Hut auf. Rika und Peter waren heute Nachmittag noch mal im Wald. Blätter sammeln für ihr Herbarium. Wahrscheinlich haben sie nicht daran gedacht. Was sind solche Vorwürfe? Natürlich kommt das sehr selten vor, aber wenn diese Zecke bei Rika den Virus übertragen hätte, dann kann das sehr schlimm werden für die Kleine. Martin, ich rufe jetzt alle Apotheken in der Umgebung an und frage, ob sie FSME-Bulin vorrätig haben. Das ist ein spezielles Immunglobulin zur Abwehrstimulanz, wenn man das sofort gibt. 1 zu 78.000, das ist jetzt ein ganz schwacher Trost. Ja, guten Abend, Rombach hier. Ich möchte fragen, ob Sie FSME-Bulin vorrätig haben. Papa. Nein, danke. Wissen Sie, dass Sie die einzige Apotheke hier in der ganzen Gegend sind, die das Medikament vorrätig hat? Herr Rombach, ohne Rezept darf ich Ihnen das eigentlich gar nicht geben, wenn Ihr Hausarzt mich angerufen hätte. Ich werde Ihnen morgen gleich das Rezept vorbeibringen. Sie wissen, dass man sich vorbeugend dagegen impfen lassen kann. Ja, das weiß ich. Entschuldigung. Aber diese Impfung ist ja auch nicht ganz unbedenklich. Natürlich, das ist nicht schlimmer als die Vorwürfe, die ich mir jetzt mache. Und wie ist es mit Nebenwirkungen bei dieser Abwehrbombe? Als schlimmste ein Allergieschock wegen Fremdeiweiß. Aber Herr Rombach, die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. So. Danke schön. Wiederschauen. Hier. Okay. Na? Das Fieber ist noch gestiegen. Sollten wir nicht doch lieber den Notarzt rufen? Hab ich schon. Hohes Fieber allein ist bei Kindern kein Grund zur Panik. Das ist das Beste, was der Arzt dir im Moment geben kann. Kannst du ihr denn nicht die Spritze geben? Ja, könnte ich. Ja, dann tu's doch. Ich darf nicht, Martin. Der Notarzt wird sicher gleich da sein. Ach, Herr Peter, du schläfst am besten bei uns heute Nacht drüben, ja? Komm, Peter. Na komm. Andrea! Der Köder ist noch da! Vielleicht ein unbewohnter Bau. Wieder ein Fuchs von der Tollwut verschont. Sieht man auf dem Foto nicht, wie mir der Schädel brummt. Was hast du denn? Ach, nichts. Nur mein Kopf.
Romantisch, hm? Um die Zeit ist hier nie jemand. Halt! Kein Schritt weiter! Was macht ihr denn hier? Mein Gott, ihr habt uns vielleicht erschreckt. Ich dachte, die Hütte wäre meine Idee. Tut mir leid, Schwesterchen. Ich habe auch was übrig für Romantik. Ach, und das ist also der neue Wildschütz-Jännerwein, ja? Für Wild und Hund, Faschingsausgabe. Was spielt ihr denn da? Wir haben... Eigentlich haben wir gerade erst angefangen. Na, dann spielt mal schön weiter. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte zu Frau Rombach. Einen Augenblick. Wenn Sie mir bitte folgen wollen, darf ich Ihnen das überreichen? Ja, vielen Dank. Danke. Innere Harmonie und leibseelisches Gleichgewicht durch Körperwahrnehmung. So ein Quatsch. Ja, Inge, du bist mir vielleicht eine. Zitierst mich hier in aller Herrgottsfrühe her und dann sitze ich auf dem Stühlchen und warte. Oh, Hertha, warum regst du dich denn so auf? Na ja. Wir hatten noch eine kleine Meditationsübung. Ich war weit, weit weg. Wie schön, dass du heil wieder zurück bist. Es ist ein ziemlich obskurer Laden hier, nicht? Oh nein, Hertha. Ich muss dir etwas sagen. Ich bin nicht mehr dieselbe, die vor 5 Tagen hierher gekommen ist. Ich habe Erfahrungen gemacht. Geistige Reisen unternommen von unglaublicher Tiefe. Nur die Naturkosmetik. Ehrlich gesagt, sie bekommt mir überhaupt nicht. Aber was ist schon Schminken? In meinem Alter habe ich das doch nicht mehr nötig. Die wahre Schönheit kommt von innen. Die Äußere ist auch nicht zu verachten. Ah, neu? So ein ähnliches hatte ich ja auch einmal. Nur eleganter, natürlich viel eleganter. Das, was damals deinem Vinzenz so gefallen hat, erinnerst du dich? Das kannst du haben. Sowas trage ich doch überhaupt nicht mehr. Lachst du über mich? Nein, du entschuldige über mich. Ich mache mich verrückt und die halbe Welt, damit ich so schick bin wie du. Und dann sagst du, sowas trage ich überhaupt nicht mehr. Was trägst du denn jetzt? Siehst du doch. Was das? Na du, das habe ich für einen Anstaltskittel gehalten. Hör mal, also sowas habe ich 5-mal zu Hause hängen. Ich mache dir einen Vorschlag. Wir tauschen unsere Kleiderschränke. Jetzt fehlen schon 4 aus meiner Klasse. Den Maxi haben sie heute heimgeschickt, in der 3. Stunde. Auch wegen hohem Fieber. Ach. Sag mal, der Maxi war doch gar nicht mit uns im Wald. Nö, der war beim Fußballspiel.
Mensch, Peter. Warum hast du das nicht gestern gleich gesagt? Dass der Maxi Fußballfan. Nein, dass so viele krank sind bei euch in der Klasse. Was haben die denn? Dasselbe wie Rika. Fieber, Kotzen. Fieber, Gliederschmerzen, Erbrechen. Oh, wie schön. Was für eine wunderbare Nachricht. Hallo, Papa. Grüß dich, Peter. Na, wie geht's denn, Rika? Martin, stell dir vor, ein Kübler ist Grippewelle. Was? Wie geht's dir denn, mein Schwarz? Scheußlich. Dicker Schnupfen und das Fieber ist schon deutlich runter. Hm. Ja. Du hast wahrscheinlich nur eine Sommergrippe erwischt. Was heißt hier nur? Halsweh habe ich auch. Oh, das ist ja fabelhaft. Es lebe die Statistik. Herr Bieler! Frau Stolze! Ja? Ja! Ein Einschreiben. Oh, Herr Obermeier. Nein, das Einschreiben ist für Herrn Bieler. Hier unterschreiben, bitte. Ja. Danke. Wiedersehen. Na? Was ist? Hast du irgendwas Blödsinniges angestellt? Nein. Das will ich nicht. Da gehe ich nicht hin. Wohin? Sollst du in den Knast, Vinzenz? Hab ich ja gleich geahnt. Zwei Wochen für zwei Personen, Kenia. Mein Gott, Vinzenz, das ist ja... Wo liegt eigentlich Kenia? Ich wollte den ersten Preis, nicht den zweiten Preis. Ich wollte das Auto. Na ja, aber Kenia ist doch auch nicht zu verachten. Hier, sieh mal, 3-Sterne-Hotel, Vollpension. Liebe meine Leiche, was glaubst du, was die uns da unten für ein Fraß vorsetzen? Und ein gutes Bier gibt's sicher auch nicht. Na ja, aber ich hätte doch da mal Gelegenheit, mein neues schickes Kostüm anzuziehen. Das Hotel ist doch sicher sehr elegant. Kommt nicht in Frage. Der lange Flug und dort ist es affenheiß. Nein, 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 Alter, schlag dir das aus dem Kopf. Aber Lust hätte ich schon. Grüß dich, Martin. Vinzenz, was ist denn mit dir los? Katastrophe. Was ist passiert? Gewonnen. Das ist ja toll. Gratuliere. Wir gratulieren zum zweiten. Zweiter Preis? Ja, wieso denn zweiter Preis? Geht's weiter. Eine Reise nach Kenia für zwei Personen. Ja, Vinzenz, das ist doch traumhaft. Ich möchte wissen, was daran traumhaft ist. Na hör mal, den ganzen Tag nichts tun, unter Palmen liegen? Ich will aber nicht unter Palmen liegen. Ich wollte das Auto für Hertha. Weißt du, wie sehr Angelika und ich uns wünschen, einmal im Leben nach Afrika zu fliegen? Von mir aus könnte nächste Woche fliegen. Wieso? Weil ich keine Lust habe. Und wenn ich keine Lust habe, hat Hertha auch keine Lust. Also nehmt unsere Tickets und fliegt nach Kenia. Na, du bist gut. Was meinst du, was der Leonard sagen würde, wenn ich jetzt um Urlaub bitte? Nicht, der hält mich nicht für ganz richtig im Kopf. Finde ich echt toll, dass du mit Oma Hertha nach Afrika fliegst. Naja, wenn Vinzenz absolut nicht will, wäre doch schade, das Ticket verfallen zu lassen. Ist irgendwie blöd, dass Oma Hertha unbedingt nach Afrika will. Wieso? Naja, sonst könnte Papa das Ticket übernehmen. Und du und Papa könnt ihr zusammenfliegen. Hör mal, erstens würde Martin das nie machen. Und zweitens kann er jetzt unmöglich Urlaub nehmen. Ich habe das Gefühl, Sie haben in letzter Zeit ein bisschen zu viel gearbeitet, Herr Rombach.
kommen Sie denn darauf? Na, Sie sehen müde aus, abgespannt. Warum nehmen Sie nicht mal ein paar Tage Urlaub? Was denn jetzt? Warum nicht? Sie dürften immer einen Grund finden, unabkömmlich zu sein. Sagen wir 2 bis 3 Wochen? Aber... Kein Aber. Ich bin da ganz egoistisch. Ihre Gesundheit ist mir wichtiger. Sie sehen ja wirklich mitgenommen aus. Der Kollege Höfer kann Sie vertreten. Ich regle das schon. Ja. Wenn Sie meinen. Ich meine, Herr Rombach. Fahren Sie doch einfach mit Ihrer Frau irgendwohin ins Blaue und erholen Sie sich schon. Ne? Wiedersehen. Wiedersehen. Na, und? Wie wollen Sie denn das wieder gut machen, Frau Stolze? Ne? Sie sind ein Schatz. Hast du schon eine Ahnung, wo du hinfahren willst? Ja, ich habe da ziemlich genaue Vorstellungen. Da bin ich aber mal gespannt. Grüß Gott. Grüß Gott. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich möchte gerne 2 Wochen Urlaub machen. Haben Sie schon irgendwelche Vorstellungen? Ja, Afrika, also genauer gesagt... Sehr en vogue ist momentan die Sahara. Sie könnten... Moment. Ja. Tunis, Djibouti im Jeep oder aber extravagante Variante. Sie könnten sich einer Karawane anschließen. Nein. Das möchte ich gerne mal sehen, dich auf einem Kamel reiten. Ja, das hättest du gern. Ja. Darf ich Sie daran erinnern, dass ich nach einem Urlaub gefragt habe, nicht nach einem Überlebenstraining? Ich hätte da noch ein Sonderangebot. Wie wär's mit Abenteuer auf den Wildwassern Kanadas? Nein. Zelten unter Grizzlybären. Da würde ich zuschlagen, Martin. Wenn Sie mir bitte etwas in Kenia anbieten würden. Also mehr das Übliche. Kenia? Ja, Kenia. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich Angelika allein nach Afrika fliegen lasse. Wann möchten Sie denn fliegen? Ja, also wenn es geht, jetzt am 16. von München direkt nach Mombasa. Moment. Ja, sind noch 2 Plätze frei. 2? Nicht für einen Ball von Affen. Ich bleibe im Land und nähre mich redlich. Also 1 Platz. Ja, bitte. Möchten Sie Economy oder Komfortklasse? Komfortklasse, sowas gibt's jetzt auch beim Charter. Ich doch lieber Touristenklasse. Wäre auch kein Platz mehr frei gewesen. Da sitzen nämlich unsere beiden Frauen. Ach so. Dann wissen Sie sicher auch, in welches Hotel Sie möchten. Ja. Golden Beach. Tut mir leid, das ist ausgebucht. Wie wär's denn hiermit? Gleich nebenan. Ja, das ist genau das Richtige. Das dachte ich mir. Vinzenz, warum steigst du denn nicht ein? Ach du, mir ist gerade eingefallen, ich habe mir meinen Wagen in der Inspektion. Ich schau mal nach, ob der schon fertig ist. Dann fahre ich dich vorbei. Komm. Ja, ist ja gleich um die Ecke. So, also lass dich mal sehen. Ja, das tue ich. Also, Hertha, ich weiß gar nicht, wie wir dir danken sollen. Martin, sag doch auch mal einen Ton. Tja, was soll ich denn sagen? Dass es einfach rührend von Hertha ist, dir ihr Ticket abzutreten. Es war doch selbstverständlich, Kinder. Ihr beide müsst einfach mal raus aus Küblach. Euch richtig erholen, ausspannen. Auf die Kinder passen wir schon auf, Inge und ich, ne?
Das hätte ich auch allein geschafft. Davon bin ich überzeugt, Mutter. Tja. Und deshalb habe ich für mich auch eine Reise nach Afrika gebucht. Oh. Ich fass es nicht. Na, ich fahre also doch. Dann wünsche ich euch dreien viel Glück und Ruhe und Einkehr dort unten in Afrika. Danke, Mutter. Sag mal, Hertha. Ja? Woher wusstest du eigentlich, dass ich Urlaub bekomme? Ich? Du hast nicht zufällig ein bisschen daran gedreht. Also, wie kommst du denn auf sowas? Ja, du hättest den Herrn Leonard stürmisch geküsst. Das haben jedenfalls Rika und Peter durchs Küchenfenster gesehen. Das tue ich doch immer, wenn er mir mal zufällig über den Weg läuft. Grüß euch. Hast du schon gehört? Hertha, Martin und Angelika fliegen zusammen nach Afrika. So? Vincent, du wirst mir aber sehr fehlen. Glaube ich nicht. Du wirst uns allen fehlen. Halte ich für ausgeschlossen. Ja, hat denn von euch hier wirklich jemand geglaubt, ich lasse mein liebes Herz allein nach Afrika fliegen? Was? Oh, Vincent. Fahr ich selber. Ja, natürlich. Ist ja Privatgelände. Wann kriegst du denn deinen Führerschein wieder? Sehr bald. Augsburg-Küblach in 2,5 Stunden. Toll, was? Ja, für eine Anfängerin machst du es nicht schlecht. Aber jetzt freut sich mein Auto, dass Frauchen wieder fährt. Man merkt's.
Schon ganz der Herr Baron. Ja, habe die Ehre. Schick ist sie wieder heute, unsere Inge. Sehr schick. Oh, nur mein Reisekleid, nichts Besonderes. Herbstkollektion aus Mailand, Haute Couture. Schick ist sie wieder, unsere Inge, heute. Sehr schick. Sowas sagt er zu mir nie. Naja, Hertha, nachdem du jetzt hier in dieser exklusiven Umgebung lebst, das solltest du deinem Alter schon etwas mehr Form und Farbe entgegensetzen. Ein paar freche Tupfer. Weißt du was? Wir fahren morgen zusammen nach Passau und machen einen Einkaufsbummel. Ich kleide sie dir ganz neu ein. Deine Hertha. Wieso? Das Kleid ist ganz neu. Aber offen gesagt, ein wenig zu unauffällig. Eigentlich hat Inge ja recht. Das Kleid könnte schon ein bisschen auffälliger sein. So. Und wer trägt in dieser exklusiven Umgebung jetzt die Koffer? Da wäre wohl. Ärmel möchte ich drei Viertel lang haben, ja, nicht so ganz lang. Verstehe. Und nicht zweireihig geknöpft, sondern einreihig, so fünf Knöpfe. Verstehe. Eigentlich verstehe ich jetzt gar nichts mehr. Bitte, wie Sie wollen, Frau Stolze, da müssen wir aber noch mal von der Taille hier Maß nehmen. Stehen Sie mal bitte auf. Bitte. Schauen wir mal, was wir da haben. So recht? Na, viel enger, enger, viel enger. Ha, ja, so. Ja, kriegen Sie da nur Luft? Das ist nicht notwendig. Ich glaube, der Auftrag macht mir Spaß. Ja. Wann brauchen Sie es denn? Ja, heute. Ja, ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass Angelika eure kranke Lehrerin vertritt. Die ist bestimmt nicht so streng wie die Olle Weber. Hier, damit schmiert ihr euch ein, das hilft gegen Stiche. Der Bäcker Hansi ist auch schon wieder krank. Oh. Passt mal auf. Wenn ihr solche Tiere seht, dann sagt mir das sofort. Angelika ist Tierärztin. Wissen wir. Ja, sie kann euch alles über Tiere sagen und ich erkläre euch dann die Bäume. So, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal los und wenn ihr etwas Besonderes entdeckt, dann kommt damit zu uns, ja? Ja. Und das Sammeln fürs Herbarium nicht vergessen. Was ist denn da? Ach, das lasst aber bitte bleiben. Das ist ein Hirschkäfer, sehr selten. Für unser Herbarium, wir sollten doch alles sammeln. Ja schon, aber für ein Herbarium, da sammelt man noch Blätter und Blüten und Knospen und sowas. Aber doch keine Tiere. So, dann kommt. Komm. Da. Was wir machen? Wir stellen ein Schild auf, damit ihr die Bäume seht vor lauter Wald. Grüß euch. Gott. Das sind meine Kollegen. Die haben ganz viele Berufe auf einmal. Ja, die sind Holzfäller, Baumpfleger, Pflanzer. Noch was? Wegebauer. Ja, Wegebauer auch. Ja, lest das mal, ist interessant. Jugendpflege. Da unten steht, wir bedanken uns sehr für euer Interesse. Ja, diese Buche hier, die ist also praktisch tot. Nicht? Das seht ihr ja, sie hat keine Blätter mehr. Nicht das Holz, das ist schon ganz morsch. Die Krone, die ist schon irgendwann bei einem Sturm mal runtergefallen und die Wurzeln, die sind wahrscheinlich auch schon abgestorben. Trotzdem ist diese Buche noch sehr nützlich. Sie ist quasi ein Mehrfamilienhaus für unsere Vögel. Schaut mal, hier, das sind alles Spuren von Spechten, nicht? Auf der Suche nach Nahrung.
Aber der Schwarzspecht, der wohnt natürlich ganz da oben. Und in den Etagen drunter, da wohnt dann der Kleiber oder der Baumläufer. Und unser Baum bietet geradezu den idealen Speisezettel für die Vogelfamilien. Schaut mal, da sind nämlich ganz viele Würmer und Maden drin. Die Vögel sehen es ganz anders. Tja, ja, und was alles lebt auf diesem Baum, guck mal da oben. Zum Beispiel diese Schwämme. Schreib hin, was geht. Hauptsache, wir werden mit dem Rätsel fertig. Vinzenz, wir haben nach 11 Uhr. Sie müssen doch jetzt zu Hause sein. Uta. Mein Gott, also. Ja. Herr Vinzenz, was gibt's denn? Weißt du, was eine griechische Totenklage ist? Was? Eine griechische Totenklage. Um 20 nach 11? Ich bring ihn um. Elegie. Elegie. Ach, gib ihn mir mal. Vinzenz? Ich kann dir auch ein Wort für Ruhebedürfnis sagen. Schlaf. Was? Was? Gute Nacht. Wie kommt denn nur auf die Idee, dass er den ersten Preis gewinnen könnte, ein Auto? Ja, immerhin ein schnuckliges, kleines Autochen. Wäre doch schön, wenn er da ein eigenes Auto hätte. Ja. Aber doch nicht durch den Preis ausschreiben. Das hätte ich ja auch gleich fragen können. Du rufst jetzt nicht mehr an. Was fehlt denn noch? Tochter des Agamemnon. Ja, der hat viele Töchter gehabt. Moment. Versuch es mal mit Elektra. Oh ja, das passt. Siehst du, jetzt haben wir es. Aha. So, aber jetzt weg mit diesem Preisrätsel. Kommt ja doch nichts dabei raus. Probieren kann man es ja mal. Nein. Das ist auch nicht. Das ist so dunkel, so omahaft. Haben Sie denn nichts Flottes mit Pfiff? Für wen soll es denn sein? Ja, für mich natürlich. Wie Sie wünschen, Frau Stolze. Dieser hier? Ist doch auch viel zu gedeckt. Nein, das gibt nichts her. Ach, zeigen Sie mir doch mal den da. Diesen hier. Nein, den daneben, da. Den? Ja, genau. Ja, sehen Sie mal, da ist doch Farbe drin. Das ist doch was. Tja, den nehme ich. Oh ja, sehr modisch. Etwas gewagt, aber Sie können das durchaus tragen. Das meine ich doch. Sehen Sie mal, so habe ich mir das gedacht. Hier in der Taille ganz, ganz eng. Mhm. So. Und hier kurze Schößchen und dann goldene Knöpfe. Aha. So. Das ist Haute Couture, Mailand. Mailand? Aha. So in etwa. Ja, genau so. Nur natürlich nicht so tief ausgeschnitten. Hm, verstehe. Und den Kragen lassen wir auch weg. Das verstehe. Und dann gibt es ganz viele Käfer. Hm? Ja, schaut hier. Die fressen das Holz langsam auf, bis der Baum dann eines Tages umfällt. Aber damit ist die Geschichte immer noch nicht zu Ende. Wenn der Baum dann am Boden liegt, dann gedeihen auf ihm Moose. Und irgendwann einmal wachsen sogar wieder kleine Bäume drauf. Tja. So ist das. Mhm.
So, Herr Stolz, jetzt schluckt man da mal rein. Da ja. Geht's nicht. Vorsicht, Vorsicht, nicht stechen. Ja. Da eine. Ah, ich sehe schon. Zweimal schwarz. Ja, toll. Toll, was so ein bisschen Farbe und Form alles ausmacht. Gell, schön. Das könnte mir jetzt direkt auch für mich selber vorstellen. Brauchst aber unbedingt noch heute Abend. Ja. Mein Gott, schick sieht sie wieder aus. Jetzt bin ich bloß gespannt, was mein Vinzenz zu mir sagen wird. Ja. Und jetzt drehen wir mal richtig durch. Bis zum Abend ist fertig. Bedauere ich schon, dass wir nicht im Wald übernachten. Dabei bin ich doch gar keine Lehrerin. Warum gehen wir nicht öfters zusammen in den Wald? Ist so schön. Unsere Klasse sagt, dass wir ganz tolle Eltern haben. Ich gehe schon. Danke. Vielleicht schaffe ich doch noch eine gute Note im Bio. Rombach? Ach, grüß dich, Inge. Wie gefällt's dir in Passau? Das freut mich. Bei uns ist alles in bester Ordnung. Die Nummer von Oma Hertha im Schloss. Ich kann die mir nie merken, Moment. Hertha, wo steckst du denn die ganze Zeit? Fährst wohl nur noch mit Inges Nobelschlitten durch die Gegend. Klar, solange bis ich meinen eigenen habe. Mhm. Komm, schau mal. Was denn? Oh, Herr Biele, Herr Biele. Seit wir auf dem Schloss wohnen, bist du sowas von häuslich. Mhm. Danke dir. Und einen Durst habe ich. Nein. Sag mal, Vinzenz, merkst du gar nichts? Was soll ich denn merken? Das Kleid, Herr Biele. Das Kleid. Kenn ich doch schon. Was? Hast du doch vorige Woche schon angehabt. Doch nicht ich. Das war Inge mit was Ähnlichem. Hallo, ja, vielleicht bin ich ja hier im falschen Klassenzimmer. Ich warte auf Fräulein Weber. Dann sind Sie richtig. Sie? Grüß Gott, Herr Rombach. Ja, grüß Gott. Sie sind Lehrerin. Glauben die Kinder Ihnen das denn? Haben Sie eine Ahnung? Nehmen Sie doch Platz. Danke. Ich kann ganz schön streng sein. Stöhnen der Peter und die Rika vielleicht nicht genug über mich? Oh. Sie können sich ja selber überzeugen bei unserem gemeinsamen Waldausflug. Wir mal abwarten. Am liebsten wären wir natürlich, wir übernachten im Wald. Aber das erlauben Sie natürlich nicht. Ganz schön zielstrebig. Unser Lehrernachwuchs. Ja, und ein Herbarium legen wir an. Also wenn die Kinder wüssten, dass ich damals für meine Waldmappe eine 5 gekriegt habe. Aber ich bin trotzdem Förster geworden, wenn auch auf Umwegen. Eine 5 im Bio hat der Papi gehabt. Interessant. Dass man nebenbei bemerkt, wo ihr eure Pausen verbringt, ist auch ganz schön interessant. Und Peters Bionoten sind leider nicht viel besser als ihre damals. Eben, deshalb will ich ja mit in den Wald. Ich würde viel lieber mit Fußball spielen. Papa, du kannst doch dem Peter alles ganz genau erklären. Übrigens, Rikas Biologielehrerin. Du, die sieht aus wie 17.
hat eine süße Stupsnase und möchte unbedingt mit mir im Wald übernachten. Du hast doch nichts dagegen, hm? Schon wieder eine Lehrerin. Ich dachte, davon wärst du geheilt. Du musst wirklich nicht eifersüchtig sein. Mindestens 10 kleine Aufpasser wären dabei. Aber leider, 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 der Direktor hat was dagegen. Ihr müsst aufpassen mit den Kindern im Wald. Du weißt, die vielen Zecken. Die Kinder müssten unbedingt geimpft werden. Wenn sie bis jetzt nicht geimpft sind, also bis zum Ausflug, da wird eine Zeckenimpfung sowieso nicht voll wirksam. Ja, und warum sind Peter und Rika nicht geimpft? Weil wir immer alles aufschieben, weil wir immer viel zu viel anderes zu tun haben. Naja, 1 zu 78.000. Wie bitte? Die Gefahr einer Infektion nach einem Zeckenbiss ist 1 zu 78.000. Also ich weiß nicht. Ich würde mich auf die Statistik lieber nicht verlassen. Vielleicht sind Sie nicht zu Hause. Was fehlt denn jetzt noch? Ach, hier. Angehöriger eines amerikanischen Volksstammes. Muss ein Indianer sein. Das hat ja nur 4 Buchstaben. Indio? Ja, hat 5. Außerdem weiß ich nicht, ob das mit der altgriechischen Totenklage zusammengeht. Die haben wir auch noch nicht. Gib doch mal her. Weißt du, was das ist? Ein enthaltsam Lebender. Du bestimmt nicht. Was hast du denn vorhin wieder im Keller gemacht? Hab mir noch ein Bier geholt. Das dritte heute. Asket. Was? Ein enthaltsam Lebender ist ein Asket. Habe ich für mich auch eine Reise nach Afrika gebucht. Ich fass es nicht. Na, ich fahr also doch. Dann wünsche ich euch dreien viel Glück und Ruhe und Einkehr dort unten in Afrika. Danke, Mutter. Sag mal, Hertha. Ja? Woher wusstest du eigentlich, dass ich Urlaub bekomme? Ich? Du hast nicht zufällig ein bisschen daran gedreht. Also, wie kommst du denn auf sowas? Ja, du hättest den Herrn Leonard stürmisch geküsst. Das haben jedenfalls Rika und Peter durchs Küchenfenster gesehen. Das tue ich doch immer, wenn er mir mal zufällig über den Weg läuft. Grüß euch. Hast du schon gehört? Hertha, Martin und Angelika fliegen zusammen nach Afrika. So? Vinzenz, du wirst mir aber sehr fehlen. Glaube ich nicht. Du wirst uns allen fehlen. Halte ich für ausgeschlossen. Ja, hat denn von euch hier wirklich jemand geglaubt, ich lasse mein liebes Herz allein nach Afrika fliegen? Was? Oh, thank you.
Sie könnten sich einer Karawane anschließen. Nein. Das möchte ich gerne mal sehen, dich auf einem Kamel reiten. Ja, das hättest du gern. Ja. Darf ich Sie daran erinnern, dass ich nach einem Urlaub gefragt habe, nicht nach einem Überlebenstraining? Ich hätte da noch ein Sonderangebot. Wie wär's mit Abenteuer auf den Wildwassern Kanadas? Nein. Zelten unter Grizzlybären. Da würde ich zuschlagen, Martin. Wenn Sie mir bitte etwas in Kenia anbieten würden. Also mehr das Übliche. Kenia? Ja, Kenia. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich Angelika allein nach Afrika fliegen lasse. Wann möchten Sie denn fliegen? Ja, also wenn es geht, jetzt am 16. von München direkt nach Mombasa. Moment. Ja, sind noch zwei Plätze frei. Zwei? Nicht für einen Ball von Affen. Ich bleibe im Land und nähr mich redlich. Also ein Platz. Ja, bitte. Möchten Sie Economy oder Komfortklasse? Das Komfortklasse, sowas gibt's jetzt auch beim Charter. Ich doch lieber Touristenklasse. Wäre auch kein Platz mehr frei gewesen. Da sitzen nämlich unsere beiden Frauen. Ach so. Dann wissen Sie sicher auch, in welches Hotel Sie möchten. Ja. Golden Beach. Tut mir leid, das ist ausgebucht. Wie wär's denn hiermit? Gleich nebenan. Ja, das ist genau das Richtige. Das dachte ich mir. Vinzenz, warum steigst du da nicht ein? Ach du, mir ist gerade eingefallen, ich habe mir meinen Wagen in der Inspektion. Ich schau mal nach, ob der schon fertig ist. Dann fahre ich dich vorbei. Komm. Ja, ist ja gleich um die Ecke. So, also lass dich mal sehen. Ja, das tue ich. Also Hertha, ich weiß gar nicht, wie wir dir danken sollen. Martin, sag doch auch mal einen Ton. Tja, was soll ich denn sagen? Dass es einfach rührend von Hertha ist, dir ihr Ticket abzutreten. Es war doch selbstverständlich, Kinder. Ihr beide müsst einfach mal raus aus Küblach. Euch richtig erholen, ausspannen. Auf die Kinder passen wir schon auf, Inge und ich, ne? Das hätte ich auch allein geschafft. Davon bin ich überzeugt, Mutter. Tja. Und deshalb habe ich für mich einen Weber. Dann sind Sie richtig. Sie? Grüß Gott, Herr Rombach. Ja, grüß Gott. Sie sind Lehrerin. Glauben die Kinder Ihnen das denn? Haben Sie eine Ahnung? Nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Ich kann ganz schön streng sein. Stöhnen der Peter und die Rika vielleicht nicht genug über mich? Oh. Sie können sich ja selber überzeugen bei unserem gemeinsamen Waldausflug. Naja, das werden wir mal abwarten. Am liebsten wären wir natürlich, wir übernachten im Wald. Aber das erlauben Sie natürlich nicht. Ganz schön zielstrebig, unser Lehrernachwuchs. Ja, und ein Herbarium legen wir an. Also wenn die Kinder wüssten, dass ich damals für meine Waldmappe eine 5 gekriegt habe. Aber ich bin trotzdem Förster geworden, wenn auch auf Umwegen. Eine 5 im Bio hat der Papi gehabt. Interessant. Dass man nebenbei bemerkt, wo ihr eure Pausen verbringt, ist auch ganz schön interessant. Und Peters Bionoten sind leider nicht viel besser als ihre damals. Eben, deshalb will ich ja mit in den Wald. Ich würde viel lieber mit Fußball spielen. Papa, du kannst doch dem Peter alles ganz genau erklären. Übrigens, Erikas Biologielehrerin. Du, die sieht aus wie 17. Hat eine süße Stupsnase und möchte unbedingt mit mir im Wald übernachten. Du hast doch nichts dagegen, hm? Schon wieder eine Lehrerin. Ich dachte, davon wärst du geheilt. Du musst wirklich nicht eifersüchtig sein. Mindestens 10 kleine Aufpasser wären dabei. Aber leider, der Direktor hat was dagegen. Ihr müsst aufpassen mit den Kindern im Wald. Du weißt, die vielen Zecken.
Die Kinder müssten unbedingt geimpft werden. Wenn sie bis jetzt nicht geimpft sind, also bis zum Ausflug, da wird eine Zeckenimpfung sowieso nicht voll wirksam. Ja, und warum sind Peter und Rika nicht geimpft? Weil wir immer alles aufschieben, weil wir immer viel zu viel anderes zu tun haben. Naja, 1 zu 78.000. Wie bitte? Die Gefahr einer Infektion nach einem Zeckenbiss ist 1 zu 78.000. Also ich weiß nicht. Ich würde mich auf die Statistik lieber nicht verlassen. Vielleicht sind Sie nicht zu Hause. Was fehlt denn jetzt noch? Ach, hier. Angehöriger eines amerikanischen... Was macht ihr denn da? Was wir machen? Ich stelle ein Schild auf, damit ihr die Bäume seht vor lauter Wald. Grüß euch. Das sind meine Kollegen. Die haben ganz viele Berufe auf einmal. Ja, die sind Holzfäller, Baumpfleger, Pflanzer, noch was? Wegebauer. Ja, Wegebauer auch. Ja, lest das mal, ist interessant. Jugendpflege. Jugendlaufbahn. Da unten steht, wir bedanken uns sehr für euer Interesse. Ja, diese Buche hier, die ist also praktisch tot. Nicht? Das seht ihr ja, sie hat keine Blätter mehr. Nicht? Das Holz, das ist schon ganz morsch. Die Krone, die ist schon irgendwann bei einem Sturm mal runtergefallen und die Wurzeln, die sind wahrscheinlich auch schon abgestorben. Trotzdem ist diese Buche noch sehr nützlich. Sie ist quasi ein Mehrfamilienhaus für unsere Vögel. Schaut mal, hier, das sind alles Spuren von Spechten, nicht? Auf der Suche nach Nahrung. Aber der Schwarzspecht, der wohnt natürlich ganz da oben und in den Etagen drunter, da wohnt dann der Kleiber oder der Baumläufer. Und unser Baum bietet geradezu den idealen Speisezettel für die Vogelfamilien. Schaut mal, da sind nämlich ganz viele Würmer und Maden drin. Die Vögel sehen es ganz anders. Tja, ja, und was alles lebt auf diesem Baum, guck mal da oben. Zum Beispiel diese Schwämme. Und dann gibt es ganz viele Käfer, ja, schaut hier, die fressen das Holz langsam auf, bis der Baum dann eines Tages umfällt. Aber damit ist die Geschichte immer noch nicht zu Ende. Wenn der Baum dann am Boden liegt, dann gedeihen auf ihm Moose und irgendwann einmal wachsen sogar wieder kleine Bäume drauf. Tja, so ist das. So, heißt du jetzt, schluckt mir da mal rein. Da ja. Geht's nicht. Man sieht, was ich nicht stechen. Ja. Da eine. Ah, ich sehe schon. Zweimal schwarz. Ja, toll. Toll, was so ein bisschen Farbe und Form alles ausmacht. Gell, okay, schön. Das könnte ich mir jetzt direkt auch für mich selber vorstellen. Brauchst aber unbedingt noch heute Abend. Ja. Mein Gott, schick sieht sie wieder aus. Bin ich bloß gespannt, was mein Vinzenz zu mir sagen wird. Ja. Und jetzt drehen wir mal richtig durch. Bis zum Abend ist fertig. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte zu Frau Rombach. Einen Augenblick. Wenn Sie mir bitte folgen wollen, darf ich Ihnen das überreichen? Ja, vielen Dank. Danke. Innere Harmonie und leibseelisches Gleichgewicht durch Körperwahrnehmung. So ein Quatsch. Ja, Inge, du bist mir vielleicht eine.
zitierst mich hier in aller Herrgottsfrühe her und dann sitze ich auf dem Stühlchen und warte. Oh, Hertha, warum regst du dich denn so auf? Na ja. Wir hatten noch eine kleine Meditationsübung. Ich war weit, weit weg. Wie schön, dass du heil wieder zurück bist. Es ist ein ziemlich obskurer Laden hier, nicht? Oh nein, Hertha. Ich muss dir etwas sagen. Ich bin nicht mehr dieselbe, die vor 5 Tagen hierher gekommen ist. Ich habe Erfahrungen gemacht. Geistige Reisen unternommen von unglaublicher Tiefe. Nur die Naturkosmetik. Ehrlich gesagt, sie bekommt mir überhaupt nicht. Aber was ist schon Schminken? In meinem Alter habe ich das doch nicht mehr nötig. Die wahre Schönheit kommt von innen. Die Äußere ist auch nicht zu verachten. Ah, neu? Mhm. So ein ähnliches hatte ich ja auch einmal. Nur eleganter, natürlich viel eleganter. Das, was damals deinem Vinzenz so gefallen hat, erinnerst du dich? Das kannst du haben. So was trage ich doch überhaupt nicht mehr. Lachst du über mich? Nein, du entschuldige über mich. Ich mache mich verrückt und die halbe Welt, damit ich so schick bin wie du. Und dann sagst du, sowas trage ich überhaupt nicht mehr. Und was trägst du denn jetzt? Siehst du doch. Was das? Na du, das habe ich für einen Anstaltskittel gehalten. Hör mal, also sowas habe ich 5-mal zu Hause hängen. Ich mache dir einen Vorschlag. Wir tauschen unsere Kleiderschränke. Hier hast du Gott weiß was für Komplimente gemacht. Siehst du schick aus. Sehr schick. Muss doch nicht zweimal dasselbe sagen. Kannst du dir nicht vorstellen, dass ich auch ganz gern mal was Nettes hören möchte? Inge, machst du dauernd Komplimente, mir nie. Aber Hertalein, Inge tut mir irgendwie leid. Leid tut sie dir? Also Inge ist ja nun wirklich die Letzte, die irgendjemandem leid tun muss. Sie braucht Komplimente, wie die Blume das Wasser. Immer wenn ich sie sehe, gieße ich ein bisschen was drauf. Ganz automatisch. So wie bei unserem Kräuterbeet. Im Vorbeigehen. Ich merke das schon gar nicht mehr. Aber ich. Bitte, wieso tut Inge Rombach dir leid? Weil sie niemand hat wie mich. Da ist niemals abends jemand da, der ihr das Essen herrichtet und sogar bügelt. Ja, dann wünsche ich dir mal, dass du für Inge bügeln müsstest. Mit dem vielen Shishi. Würdest du dir ganz schön die Finger verbrennen. Ach übrigens, sie hat angerufen. Du sollst morgen früh bei ihrem Seminar erscheinen. So, so. Ich soll erscheinen. Das ist wieder mal typisch Inge. So, bitte. Ich werde erscheinen. Die deckt mir zwar nicht einen so schönen Tisch wie du, aber sie wird bestimmt was zu meinem Kleid sagen. Rika, du musst auch noch Zähne putzen. Ja, Rika, sag mal, wie sieht's denn hier aus? Ach. So, Schlafchen. Tja, Rikelein, du hast ja Fieber. Rika hat Fieber. Mein Rücken tut so weh, meine Beine. Martin. Gar nichts, mein Schatz. Überhaupt nichts. Es ist gleich vorbei. So, versuch ein bisschen zu schlafen. Hm? Ich hab so einen Durst. Ich bring dir was mit. Gliederschmerzen. Natürlich kann das was Harmloses sein. Aber die anfänglichen Symptome bei einer Zeckenenzephalitis sind eben dieselben. Aber sie hatte doch die ganze Zeit einen Hut auf.
Rika und Peter waren heute Nacht. Vielleicht sind sie nicht zu Hause. Was fehlt denn jetzt noch? Ach, hier. Angehöriger eines amerikanischen Volksstammes. Muss ein Indianer sein. Das hat ja nur 4 Buchstaben. Indio? Er hat 5. Außerdem weiß ich nicht, ob das mit der altgriechischen Totenklage zusammengeht. Die haben wir auch noch nicht. Gib doch mal her. Weißt du, was das ist? Ein enthaltsam Lebender. Du bestimmt nicht. Was hast du denn vorhin wieder im Keller gemacht? Hab mir noch ein Bier geholt. Das dritte heute. Asket. Was? Ein enthaltsam Lebender ist ein Asket. Schreib hin. Asket. Hauptsache, wir werden mit dem Rätsel fertig. Vinzenz, wir haben nach 11 Uhr. Sie müssen doch jetzt zu Hause sein. Uta. Mein Gott, also. Ja. Herr Vinzenz, was gibt's denn? Weißt du, was eine griechische Totenklage ist? Was? Eine griechische Totenklage. Um 20 nach 11? Ich bringe ihn um. Elegie. Elegie. Ach, gib ihn mir mal. Vinzenz, ich kann dir auch ein Wort für Ruhebedürfnis sagen. Schlaf. Was? Gute Nacht. Wie kommt denn nur auf die Idee, dass er den ersten Preis gewinnen könnte, ein Auto? Ja, immerhin ein schnuckliges, kleines Autochen. Wäre doch schön, wenn er da ein eigenes Auto hätte. Ja. Aber doch nicht durch den Preis ausschreiben. Das hätte ich ja auch gleich fragen können. Du rufst jetzt nicht mehr an. Was fehlt denn noch? Tochter des Agamemnon. Ja, der hat viele Töchter gehabt. Moment. Versuch es mal mit Elektra. Oh ja, das passt. Siehst du, jetzt haben wir es. Aha. Darf ich Sie daran erinnern, dass ich nach einem Urlaub gefragt habe, nicht nach einem Überlebenstraining? Ich hätte da noch ein Sonderangebot. Wie wär's mit Abenteuer auf den Wildwassern Kanadas? Nein. Zelten unter Grizzlybären. Da würde ich zuschlagen, Martin. Wenn Sie mir bitte etwas in Kenia anbieten würden. Also mehr das Übliche. Kenia? Ja, Kenia. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich Angelika allein nach Afrika fliegen lasse. Wann möchten Sie denn fliegen? Ja, also wenn es geht, jetzt am 16. von München direkt nach Mombasa. Moment. Ja, sind noch 2 Plätze frei. 2? Nicht für einen Ball von Affen. Ich bleibe im Land und nähre mich redlich. Also ein Platz. Ja, bitte. Möchten Sie Economy oder Komfortklasse? Das Komfortklasse, sowas gibt's jetzt auch beim Charter. Ich... Doch, lieber Touristenklasse. Wäre auch kein Platz mehr frei gewesen. Da sitzen nämlich unsere beiden Frauen. Ach so. Dann wissen Sie sicher auch, in welches Hotel Sie möchten. Ja. Ja, Moment. Golden Beach. Tut mir leid, das ist ausgebucht. Wie wär's denn hiermit? Gleich nebenan. Ja, das ist genau das Richtige. Das dachte ich mir. Vinzenz, warum steigst du denn nicht ein? Ach du, mir ist gerade eingefallen,
Ich habe mir meinen Wagen in der Inspektion. Schau mal nach, ob der schon fertig ist. Dann fahre ich dich vorbei. Komm. Ist ja gleich um die Ecke. So, also lass dich mal sehen. Ja, das tue ich. Also, Hertha, ich weiß gar nicht, wie wir dir danken sollen. Martin, sag doch auch mal einen Ton. Tja, was soll ich denn sagen? Dass es einfach rührend von Hertha ist, dir ihr Ticket abzutreten. Das war doch selbstverständlich, Kinder. Ihr beide müsst einfach mal raus aus Küblach. Euch richtig erholen, ausspannen. Auf die Kinder passen wir schon auf, Inge und ich, ne? Das hätte ich auch allein geschafft. Davon bin ich überzeugt, Mutter. Tja. Und deshalb habe ich für mich auch eine Reise nach Afrika gebucht. Ganz der Herr Baron. Na, habe die Ehre. Schick ist sie wieder heute, unsere Inge. Sehr schick. Oh, nur mein Reisekleid, nichts Besonderes. Herbstkollektion aus Mailand, Haute Couture. Schick ist sie wieder, unsere Inge, heute. Sehr schick. So was sagt er zu mir nie. Na ja, Hertha, nachdem du jetzt hier in dieser exklusiven Umgebung lebst, das solltest du deinem Alter schon etwas mehr Form und Farbe entgegensetzen. Ein paar freche Tupfer. Weißt du was? Wir fahren morgen zusammen nach Passau und machen einen Einkaufsbummel. Ich kleide sie dir ganz neu ein. Deine Hertha. Wieso? Das Kleid ist ganz neu. Aber offen gesagt, ein wenig zu unauffällig. Eigentlich hat Inge ja recht. Das Kleid könnte schon ein bisschen auffälliger sein. So. Und wer trägt in dieser exklusiven Umgebung jetzt die Koffer? Ja, wer wohl. Hallo, ja, vielleicht bin ich ja hier im falschen Klassenzimmer. Ich warte auf Fräulein Weber. Dann sind Sie richtig. Sie? Grüß Gott, Herr Rombach. Ja, grüß Gott. Sie sind Lehrerin. Glauben die Kinder Ihnen das denn? Haben Sie eine Ahnung? Nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Ich kann ganz schön streng sein. Stöhnen der Peter und die Rika vielleicht nicht genug über mich? Oh. Sie können sich ja selber überzeugen bei unserem gemeinsamen Waldausflug. Oma Hertha im Schloss. Ich kann die mir nie merken. Moment. Aber steckst du denn die ganze Zeit? Fährst wohl nur noch mit Inges Nobelschlitten durch die Gegend? Klar, solange bis ich meinen eigenen habe. Mhm. Komm, schau mal. Was denn? Oh, Herr Biele, Herr Biele. Seit wir auf dem Schloss wohnen, bist du sowas von häuslich. Mhm. Danke dir. Und
Einen Durst habe ich. Na? Sag mal, Vincent, merkst du gar nichts? Was soll ich denn merken? Das Kleid, Herr Bieler. Das Kleid. Kenne ich doch schon. Was? Hast du doch vorige Woche schon angehabt. Doch nicht ich. Das war Inge mit was Ähnlichem. Hallo, vielleicht bin ich ja hier im falschen Klassenzimmer. Ich warte auf Fräulein Weber. Dann sind Sie richtig. Sie? Grüß Gott, Herr Rombach. Ja, grüß Gott. Sie sind Lehrerin. Glauben die Kinder Ihnen das denn? Haben Sie eine Ahnung? Nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Ich kann ganz schön streng sein. Stöhnen der Peter und die Rika vielleicht nicht genug über mich? Oh. Sie können sich ja selber überzeugen bei unserem gemeinsamen Waldausflug. Sollen wir mal abwarten? Am liebsten wäre mir natürlich, wir übernachten im Wald. Aber das erlauben Sie natürlich nicht. Ganz schön zielstrebig. Unser Lehrernachwuchs. Ja, und ein Herbarium legen wir an. Also wenn die Kinder wüssten, dass ich damals für meine Waldmappe eine 5 gekriegt habe. Aber ich bin trotzdem Förster geworden, wenn auch auf Umwegen. Eine 5 im Bio hat der Papi gehabt. Interessant. Dass man nebenbei bemerkt, wo ihr eure Pausen verbringt, ist auch ganz schön interessant. Und Peters Bionoten sind leider nicht viel besser als ihre damals. Eben, deshalb will ich ja mit in den Wald. Ich würde viel lieber mit Fußball spielen. Papa, du kannst doch dem Peter alles ganz genau erklären. Ach, grüß dich, Inge. Wie gefällt's dir in Passau? Das freut mich. Bei uns ist alles in bester Ordnung. Die Nummer von Oma Hertha im Schloss. Ich kann die mir nie merken, Moment. Hertha, wo steckst du denn die ganze Zeit? Fährst wohl nur noch mit Inges Nobelschlitten durch die Gegend. Klar, solange bis ich meinen eigenen habe. Komm, schau mal. Was denn? Oh, Herr Bieler, Herr Bieler. Seit wir auf dem Schloss wohnen, bist du sowas von häuslich. Danke dir. Und einen Durst habe ich. Na? Sag mal, Vincent, merkst du gar nichts? Was soll ich denn merken? Das Kleid, Herr Bieler. Das Kleid. Kenne ich doch schon. Was? Hast du doch vorige Woche schon angehabt. Doch nicht ich. Das war Inge mit was Ähnlichem. Ihr hast du Gott weiß was für Komplimente gemacht. Oh, siehst du schick aus. Sehr schick. Du musst doch nicht zweimal dasselbe sagen. Kannst du dir nicht vorstellen, dass ich auch ganz gern mal was Nettes hören möchte? Inge, machst du dauernd Komplimente, mir nie. Aber Hertalein, Inge tut mir irgendwie leid. Leid tut sie dir? Also Inge ist ja nun wirklich die Letzte, die irgendjemandem leid tun muss. Sie braucht Komplimente, wie die Blume das Wasser. Immer wenn ich sie sehe, gieße ich ein bisschen was drauf. Ganz automatisch. So wie bei unserem Kräuterbeet. Im Vorbeigehen. Ich merke das schon gar nicht mehr. Aber ich. Bitte, wieso tut Inge Rombach dir leid? Weil sie niemand hat wie mich. Da ist niemals abends jemand da, der ihr das Essen herrichtet und sogar bügelt. Ja, dann wünsche ich dir mal, dass du für Inge bügeln müsstest. Mit dem vielen Shishi. Würdest du dir ganz schön die Finger verbrennen. Ach, übrigens, sie hat angerufen. Du sollst morgen früh bei ihrem Seminar erscheinen. So, so. Ich soll erscheinen. Das ist wieder mal typisch Inge. So, bitte. Ich werde erscheinen. Die deckt mir zwar nicht einen so schönen Tisch wie du,
aber es wird bestimmt was zu meinem Kleid sagen. Fahr ich selber. Ja, natürlich. Ist ja Privatgelände. Wann kriegst du denn deinen Führerschein wieder? Sehr bald. Augsburg-Küblach in 2,5 Stunden. Toll, was? Ja, für eine Anfängerin machst du es nicht schlecht. Aber jetzt freut sich mein Auto, dass Frauchen wieder fährt. Man merkt's. Schon ganz der Herr Baron. Ja, habe die Ehre. Schick ist sie wieder heute, unsere Inge. Sehr schick. Oh, nur mein Reisekleid, nichts Besonderes. Herbstkollektion aus Mailand, Haute Couture. Schick ist sie wieder, unsere Inge, heute. Sehr schick. Sowas sagt er zu mir nie. Naja, Hertha, nachdem du jetzt hier in dieser exklusiven Umgebung lebst, das solltest du deinem Alter schon etwas mehr Form und Farbe entgegensetzen. Ein paar freche Tupfer. Weißt du was? Wir fahren morgen zusammen nach Passau und machen einen Einkaufsbummel. Ich kleide sie dir ganz neu ein. Der Nachwuchs? Ja, und ein Herbarium legen wir an. Also wenn die Kinder wüssten, dass ich damals für meine Waldmappe eine 5 gekriegt habe. Aber ich bin trotzdem Förster geworden, wenn auch auf Umwegen. Eine 5 im Bio hat der Papi gehabt. Interessant. Dass man nebenbei bemerkt, wo ihr eure Pausen verbringt, ist auch ganz schön interessant. Und Peters Bionoten sind leider nicht viel besser als ihre damals. Eben, deshalb will ich ja mit in den Wald. Ich würde viel lieber mit Fußball spielen. Papa, du kannst doch dem Peter alles ganz genau erklären. Übrigens, Rikas Biologielehrerin, du, die sieht aus wie 17, hat eine süße Stupsnase und möchte unbedingt mit mir im Wald übernachten. Du hast doch nichts dagegen, hm? Schon wieder eine Lehrerin. Ich dachte, davon wärst du geheilt. Du musst wirklich nicht eifersüchtig sein. Mindestens 10 kleine Aufpasser wären dabei. Aber leider, der Direktor hat was dagegen. Ihr müsst aufpassen mit den Kindern im Wald. Du weißt, die vielen Zecken. Die Kinder müssten unbedingt geimpft werden. Wenn sie bis jetzt nicht geimpft sind, also bis zum Ausflug, da wird eine Zeckenimpfung sowieso nicht voll wirksam. Ja, und warum sind Peter und Rika nicht geimpft? Weil wir immer alles aufschieben, weil wir immer viel zu viel anderes zu tun haben. Naja, 1 zu 78.000. Wie bitte? Die Gefahr einer Infektion nach einem Zeckenbiss ist 1 zu 78.000. Also, ich weiß nicht. Ich würde mich auf die Statistik lieber nicht verlassen.
Vielleicht sind Sie nicht zu Hause. Was fehlt denn jetzt noch? Ach, hier. Angehöriger eines amerikanischen Volksstammes. Muss ein Indianer sein. Das hat ja nur 4 Buchstaben. Indio? Er hat 5. Außerdem weiß ich nicht, ob das mit der altgriechischen Totenklage zusammengeht. Die haben wir auch noch nicht. Gib doch mal her. Weißt du, was das ist? Ein enthaltsam Lebender. Du bestimmt nicht. Was hast du denn vorhin wieder im Keller gemacht? Hab mir noch ein Bier geholt. Das dritte heute. Asket. Was? Ein enthaltsam Lebender ist ein Asket. Schreib hin. Asket. Wie wär's denn hiermit? Gleich nebenan. Ja, das ist genau das Richtige. Das dachte ich mir. Vinzenz, warum steigst du da nicht ein? Ach du, mir ist gerade eingefallen, ich habe mir meinen Wagen in der Inspektion. Ich schau mal nach, ob der schon fertig ist. Dann fahre ich dich vorbei. Ja, ist ja gleich um die Ecke. So, also lass dich mal sehen. Ach, also, Hertha, ich weiß gar nicht, wie wir dir danken sollen. Martin, sag doch auch mal einen Ton. Tja, was soll ich denn sagen? Dass es einfach rührend von Hertha ist, dir ihr Ticket abzutreten. Es war doch selbstverständlich, Kinder. Ihr beide müsst einfach mal raus aus Küblach. Euch richtig erholen, ausspannen. Auf die Kinder passen wir schon auf, Inge und ich, ne? Das hätte ich auch allein geschafft. Davon bin ich überzeugt, Mutter. Tja. Und deshalb habe ich für mich auch eine Reise nach Afrika gebucht. Oh. Ich fahre also doch. Dann wünsche ich euch dreien viel Glück und Ruhe und Einkehr dort unten in Afrika. Danke, Mutter. Sag mal, Hertha. Ja? Woher wusstest du eigentlich, dass ich Urlaub bekomme? Ich? Du hast nicht zufällig ein bisschen daran gedreht. Also, wie kommst du denn auf sowas? Ja, du hättest den Herrn Leonard stürmisch geküsst. Das haben jedenfalls Rika und Peter durchs Küchenfenster gesehen. Das tue ich doch immer, wenn er mir mal zufällig über den Weg läuft. Grüß euch. Hast du schon gehört? Hertha, Martin und Angelika fliegen zusammen nach Afrika. So? Vinzenz, du wirst mir aber sehr fehlen. Glaube ich nicht. Du wirst uns allen fehlen. Halte ich für ausgeschlossen. Ja, hat denn von euch hier wirklich jemand geglaubt, ich lasse mein liebes Herz allein nach Afrika fliegen? Was?